Greg Smith wohnt und arbeitet im US-Bundesstaat Orlando. Eines Tages begegnet er Amy Jo und isst mit ihr zu Mittag. Die Obdachlose bettelt nie um Geld. Greg und Amy lernen sich näher kennen und essen jeden Dienstag zusammen zu Mittag. Eines Tages offenbart sie ihm den Grund ihrer Obdachlosigkeit. Amy kann nicht lesen. Eine herzbewegende Geschichte auf der Facebook-Seite von Love What Matters. Amy Jo raucht nicht, trinkt nicht, nimmt keine Drogen. Sie gibt das Geld, das sie auf der Straße bekommt, für Leihbücher aus, um das Lesen zu lernen, anstelle sich Essen dafür zu kaufen. Das ist einfach unvorstellbar. Greg ist fassungslos und beschließt zu handeln. Anstelle mit ihr zu essen, lernt er ihr jeden Dienstag das Lesen. Eine selbstlose und großzügige Geste, die inzwischen auch viele Internetbenutzer bewegt hat. Und eine Geschichte, die inzwischen schon mehr als 57.000 Mal angeklickt und geteilt wurde.